Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, beim Kloster. Und ihr? Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Werde ich auch schon begrüßt. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Erzähl mal erstmal ein bisschen. Erzähl mir vom Leben im Kloster. Wir leben im Kloster, um Innos zu dienen. Wir Novizen verrichten die Arbeiten. Und wenn wir die Gelegenheit bekommen, studieren wir die Schriften. Die Magier wachen über uns und sie erforschen die Künste der Magie. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Innos aufgenommen werden willst, musst du die Regeln des Klosters kennen und befolgen. Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Innos. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist verdammt viel Gold. Es ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben als Diener Innos beginnst. Bei deiner Aufnahme werden dir alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Und bedenke, die Entscheidung, ein Diener Innos zu sein, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Der gute alte Ablasshandel. Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Wenn du bereit bist, diese Regeln zu befolgen und die Gaben an Innos hast, sind wir gewillt, dich als Novizen in unser Kloster aufzunehmen. Naja, die Gabe habe ich nicht, aber ich habe diese Statuette. Ich möchte Novize werden. Du hast nicht die nötigen Gaben dabei. Ich habe hier diese Statuette. Ich glaube, sie wird im Kloster vermisst. Kann ich jetzt rein? Nun... Unter diesen wahrlich besonderen Umständen steht es dir frei, Novize zu werden. Yeah! Ich möchte Novize werden. Ist das tatsächlich dein Wunsch? Denn wisse, dass es dann keinen Weg zurück mehr für dich gibt. Ja, ich will meinen Zuschauern folgen und mein Leben in den Dienst Innos stellen. Ja, ich will mein Leben in den Dienst Innos stellen. Warum so genervt? Dann sei willkommen, Bruder. Ich übergebe dir nun den Schlüssel zur Pforte des Klosters. Als Zeichen deiner freien Entscheidung ist es an dir, die Pforte zu öffnen und hindurchzutreten. Du bist jetzt Novize. Trage diese Robe als Zeichen, dass du nun zur Gemeinschaft des Klosters gehörst. Wenn du im Kloster bist, wende dich an Parlan. Er wird sich von nun an um deine Belange kümmern. Werden mir jetzt meine Verfehlungen vergeben? Noch nicht. Sprich mit Meister Parlan. Er wird dich segnen und dich von deinen Sünden reinwaschen. Yeah, das wurde auch Zeit. Was ist Schutz vor Magie 13? Warum 13? Warum so eine krumme Zahl? Ach so, weil der Ring der Geisteskraft Schutz vor Magie 3 gibt. Alles klar, ich habe einen Schlüssel. Ich würde trotzdem wissen, ob ich da drüber klettern kann. Nein, kann ich nicht. Und damit bin ich, glaube ich, auch Novize, oder? Wo steht das? Das steht hier, na doch, links oben, neben der Stufe, direkt ganz als erstes links oben. Novize. Und das hier ist das Kloster. Es gibt Schafe, es gibt Getreide, es gibt Gras zum Rauchen. Und es gibt andere Magier. Willkommen, neuer Novize. Ich bin Parlan. Ich bin... ein Novize. Es ist nicht wichtig, wer du vorher warst. Jetzt bist du ein Diener Innos. Das ist alles, was zählt.
Und mit der Aufnahme in die Gemeinschaft des Feuers werden dir nun alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Innos segne diesen Mann, der sein Leben in seinen Dienst stellt, und wasche seine Sünden rein. Das war keine große Sache. Und jetzt? Zunächst wirst du die Pflichten eines Novizen erfüllen. Du wirst arbeiten und der Gemeinschaft dienen. Bring deinen Tribut ans Kloster umgehend zu Gorax. Er wird dafür sorgen, dass es an seinen Platz gelangt. Und wenn du das erledigt hast, sprechen wir über deine Arbeit hier im Kloster. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass unser Held hier das Ganze nicht so ernst nimmt, wie auch bei den Sumpfspinnern im ersten Teil. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich selber die Magier nicht ganz ernst nehme. Aber egal, ich bin ja jetzt selber einer. Dann darf ich ja sowas eigentlich gar nicht sagen und tun. Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Zunächst wirst du die Pflichten eines Novizen erfüllen. Ja. Bring deinen Tribut ans Klo. Ja. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Hä? Was ist das? Warum kann ich hier den Nebel umschalten? Okay, was habe ich da gerade gemacht? Ach so, ich habe die Sichtweite verändert. Ah, Moment. Das sah aber vorher nicht so aus, oder? Nee. Was habe ich denn jetzt versaut? Oder liegt es am Licht von den Wolken? Ja, das kann natürlich sein, dass es an den Wolken liegt. Wenn ich F1 drücke, ich habe gerade aus Versehen F1 gedrückt, statt Escape. Keine Ahnung. Na, wird schon passen. Dann schaue ich mich mal um. Dyrian, Argon, Novize. Unkraut. Nom nom. Lecker. Ich suche Gorax. Hey, da ist er ja schon. Kann ich dir behilflich sein? Ich habe hier die Statuette, die Daron zum Kloster bringen sollte. Es ist schon sehr beschämend, dass ein solch wertvolles Stück von einem Novizenanwärter seinen Weg zu uns findet. Komm schon. Nichtsdestotrotz zeugt das von deiner Entschlossenheit, Innos zu dienen. Sei dir meines Dankes gewiss, junger Novize. Ich suche einen Platz zum Schlafen. Direkt nebenan ist noch ein Bett frei. Das erste auf der rechten Seite, neben dem Eingang. Dort kannst du schlafen. Deine Habseligkeiten kannst du in einer der unbenutzten Truhen verstauen. Und denk daran, in den Schlafräumen der Magier hast du nichts zu suchen. Ebenso ist es dir nicht gestattet, die Bibliothek zu betreten, solange du keine Erlaubnis dafür besitzt. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Der Alkohol. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Du bist also der Drogendealer? Ich brauche ein paar Dinge. Was hast du denn so Feines? Schärfe des Feuers. Wie bei der Lederrüstung auch, die Rüstung verstärkt. Zauberstab. Benötigtes Mana 25, Mana-Bonus 20. Das ist ja cool. Es gibt hier zwei Handwaffen. Ulta verzauberte diesen Stab. Finde ich gut. Wow, ich glaube, ich war doch Kampfmagier. Landkarte Kurines habe ich schon und da werde ich wieder bestätigt, dass Schwefel interessant sein wird für Alchemie. Gut. Da ich noch nicht so viel zaubern kann, werde ich hier mal mich entsprechend rüsten. Jetzt habe ich 30, 30, 0, 13... Und jetzt habe ich 35, 35, 5, 18, also überall 5 mehr. Ich brauche... Wobei, ich denke, die Rüstung behalte ich erstmal noch, die Lederrüstung. Sicher ist sicher. Was ist denn jetzt, wenn ich mich hier bediene? Dann merkt es niemand. Okay. Ich klaue ja nicht, ich trinke ja, ne? Also hier zum Beweis. Ich trinke. Ja, siehst du? Ich trinke den Wein. Ich habe ihn nicht geklaut, ich trinke ihn. So. Dann haben wir hier einen Novizen und noch einen Novizen. Und noch mehr Wein und noch mehr Wein. Ach, ich frage mich gerade, ob ich bei der Trinkwette statt dem Wacholder auch irgendwas anderes hätte reintun können. Vielleicht Milch oder Wein. Wein wäre cool.
Keine Ahnung. Und hier müsste dann... Ach so, genau, das Bett sein. Und eine Truhe, eine leere Truhe. Die ist dann wahrscheinlich für mich gedacht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, natürlich, denn die anderen sind verschlossen. Ah, die nicht? Hä? Hm. Ist ja egal. Ich will ja hier nicht klauen, ich will ja hier Magier werden. Was sind denn meine Arbeiten für die Gemeinschaft, ne? So mal gefragt. Was sind denn so die Arbeiten, die ich machen muss? Bobo, Babo. Oh, du bist auch neu hier, oder? Ja. Seit wann bist du denn da? Ich bin seit 4 Wochen hier. Hast du schon einen Kampfstab bekommen? Bisher noch nicht. Dann nimm diesen hier. Wir Novizen tragen alle einen Stab. Als Zeichen unserer Wehrhaftigkeit. Kannst du kämpfen? Nun ja, ich habe schon mal eine Waffe geschwungen. Wenn du willst, kann ich dir was beibringen. Allerdings hätte ich da ein Anliegen. Was hast du für ein Anliegen? Nun, einer der Paladine, Sergio, ist zurzeit im Kloster. Wenn du ihn überreden kannst, mit mir einige Übungen durchzuführen, dann trainiere ich dich. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Wie ist das Leben hier im Kloster? Ich will mich nicht beklagen, aber ich habe nicht gedacht, dass hier alle so streng sind. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du bestraft. Viele Novizen wollen natürlich die Lehren Innos in der Bibliothek studieren, damit sie vorbereitet sind, falls sie erwählt werden. Aber ich denke, die beste Vorbereitung auf die Prüfung der Magie ist die Erfüllung der eigenen Aufgaben. Was hat es mit den Erwählten und dieser Prüfung auf sich? Sprich mit Bruder Igaratz. Er kennt sich gut damit aus. Ein Kampfstab. Wer sagt's denn? Da habe ich doch schon einen. Das ist er nicht. Das ist er. Und der macht 30 Schaden. Yay. Da hat mein Wolfszahn mehr gemacht. Andererseits sieht so ein Stab schon ziemlich cool aus, ne? Auf dem Rücken. Jetzt sehe ich so richtig wie ein Magier aus. Und ich weiß immer noch nicht, was ich hier tun soll. Mit dem richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh, ich glaube, hier schlafen die Magier. So wie das aussieht. Da darf ich dann also nicht rein. Das sieht so aus, als würden die da drüben Unkraut jäten. Warum erfahre ich das jetzt erst? Was muss ich tun, um Magier zu werden? Ein erwählter Innos wirst du erst, wenn die hohen Magier des Feuers es zulassen. Als Novizen ist es uns untersagt, uns mit der Runenmagie zu befassen. Und nur mit der Erlaubnis der Magier dürfen wir die alten Schriften lesen. Interessant, ne? Um erwählter Innos zu werden, müssen die Magier mich erwählen. Komisch. Ich bin neu hier. Das sehe ich. Wenn du noch keine Arbeit hast, dann wende dich an Parla. Er wird dir eine zuteilen. Ach so. Ich dachte, ich muss hier umfragen. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen, Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Okay, ich dachte, ich muss mich hier einfach durchfragen. Ja komm, mache ich den da noch. Dann habe ich die rechte Seite. Was willst du? Die rechte Seite komplett erledigt. Was machst du hier? Ich habe gegen die Gebote der Gemeinschaft verstoßen. Oh nein. Jetzt warte ich auf die Entscheidung des Hohen Rates, ob ich im Kloster bleiben darf. Erzähl mir, was passiert ist. Ich habe beim Fegen in den Räumen der Magier ein Buch mitgenommen, um es später zu lesen. Meister Hyglas hat es natürlich sofort bemerkt und mich nach dem Buch gefragt. Das ist doch nichts Neues. Aus Angst vor Bestrafung habe ich es geleugnet. Aber als ich später mit dem Buch in meiner Kammer war, hat er mich erwischt. Er war ziemlich aufgebracht und hat den Hohen Rat informiert. Jetzt beraten sie, ob ich bleiben kann. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Ich bin der Gnade Innos und der Magier ausgeliefert. Naja, eigentlich nur der Gnade der Magier. Aber ich schweife schon wieder ab. Hey! Der arme Kerl kann einem leid. Wie kann ich der Gemeinschaft dienen? Sprich mit den anderen Magiern. Sie werden dir Aufgaben geben. Ich werde dabei über dich wachen. Und wenn du deine Pflichten zur Genüge erfüllt hast, bekommst du die Erlaubnis, in der Bibliothek das Wort Innos zu studieren. Na, vielen Dank auch. Ach so, Moment. Hey. Hast du eine Aufgabe für mich? Hast du eine Aufgabe für mich? Ja. Es gibt da tatsächlich etwas, was du für die Gemeinschaft tun könntest.
Die vier Novizenkammern müssten mal wieder ausgefegt werden. Erledige das. Nein. Aber das dauert ewig. Dann solltest du am besten gleich damit anfangen, nicht wahr? Ja, ja. Wer erzählt denn sowas? Ist ja gut. Ach, dann werde ich hier wohl die Novizenkammern auskehren müssen. Wie funktioniert das? Hier, den Besen oder so benutzen? Keine Ahnung, wie macht man das? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Besen? 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 Besen! Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Ich verstehe, ich soll die Arbeit wohl abdrücken, hä? Bravo! Ich soll die Novizenkammern fegen. Da hast du dir ja viel Arbeit aufgehalst. Weißt du was? Ich helfe dir. Alleine schaffst du das nie. Aber ich brauche unbedingt eine Windfaustspruchrolle. Weißt du, ich hatte das Glück und durfte ein Buch darüber lesen. Und jetzt will ich den Zauber natürlich auch mal anwenden. Also besorge mir die Spruchrolle. Dann helfe ich dir. Was, habe ich die schon? Habe ich die tatsächlich sogar schon? Leichte Wunden heilen, Licht, Feuerball, vergessen. Nein, ich habe keine Windfaust. Aber ich weiß zufällig, wer hier in der Nähe mit Schriftrollen handelt. Ich brauche ein paar Dinge. Nämlich der hier. Feuer, Licht, Blitz, Windfaust. Wie viel hat die jetzt gekostet? Will ich das wirklich wissen? Ja, 9. Ist okay. Kann man machen. Ist jetzt nicht so viel. Hier, bitte, nimm. Friss oder stirb. Wegen der Spruchrolle. Hast du einen Windfaustzauber für mich? Hier ist die Spruchrolle, die du wolltest. Das ist gut. Dann werde ich dir mal helfen, die Kammern zu reinigen. Okay. Werde ich jetzt die anderen beiden fegen müssen? Oder wie sieht das aus? Oder warte ich einfach, bis er komplett durch ist? Ich versuche mal hier nochmal zu fegen selber. Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Ja, ich verstehe. Er fegt für mich einfach. Habe ich das jetzt schon erledigt, zu deiner Zufriedenheit? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wegen der Novizenkammern. Unbestritten, es ist keine einfache Aufgabe. Aber mit Inos Hilfe wirst du es schon schaffen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dann muss ich wohl warten, bis er durch alle vier durch ist, oder? Oder kann ich ihm jetzt sagen, er soll die nächste Kammer machen? Nee, kann ich nicht. Hey, das ist Fegen. Das ist doch nichts Neues. Hier nochmal durch. Sprich mit. Du sollst Fegen. Ach verdammt, habe ich das jetzt versaut? Ich hoffe ja nicht. Das wäre sehr ärgerlich. Ah, da höre ich's Fegen hinter mir. Ich glaube, er hat wieder angefangen. Hast du eine Aufgabe für mich? Ihr Novizen habt in den letzten Tagen viel gearbeitet und wer viel arbeitet, soll auch essen. Ich gebe dir den Schlüssel zur Vorratskammer. Dort findest du Schafswürste. Verteile diese an die Novizen, aber verteile sie gerecht. Wenn du das getan hast, darfst du dich wieder bei mir melden. Yay, Schafswürste. Gerecht verteilen. Das heißt, alle für mich und... Ach nee, warte mal. Ich bin ja jetzt Magier. Und ehrenwert und so. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das ist also nicht die Vorratskammer. Ist die... Er fegt, ne? Ja, er fegt wieder. Gut. Da hat er wohl nur ein bisschen gebraucht, um wieder anzufangen. Ist das hier unten die Vorratskammer? Was habe ich da gerade gesehen? Da war ich doch gerade... Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Da war doch gerade eine weiße Schrift. Okay, da war es wohl ein Grafikfehler. Hätte ja auch irgendwas an der Wand sein können, was ich benutzen kann. Novize. Ist das hier die Vorrats... Nein, das hier ist nicht die Vorratskammer. Aber hier ist ein Buch. Das mir leider keine Erfahrung gibt. Aber wo ist dann die Vorratskammer? Und warum hat das Spiel gerade geleckt und meine Steuerung geht wieder nicht mehr? Ach, was soll's. Naja, die Folge ist eh schon zu Ende. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.